Und herzlich willkommen bei. Guck mal kurz was nach. Danke. Und herzlich willkommen bei Awesome Diamond Blade. Ich muss mich ein bisschen irgendwie mit dem Kabel und so befassen. Und wir waren beim letzten Mal stehen wir bei Part 2. Super. Ich hab einen Knotenhänger drin. Super. Und die Geschwindigkeit ist immer noch nicht besser geworden. Super. Zelda, wenn du nicht weißt, wo du lang gehen solltest, drück Z, um die Karte Schnante zu überprüfen. Nahegelegene Ziel nicht sehen kannst, gelangst du mit Hilfe der Pfeile, die in die Richtung weisen, dorthin. Okay. Irgendwie. Gucken wir nochmal kurz in die Steuerung reinkommen. Dann geht's schon wieder. Oh, man sieht ja die ganze Zeit meine Maus. Geil, oh Matiko. Ein paar Hintergrundprogramme beenden. Ja. Und trotzdem ist nur 50%. Keine Ahnung, ob wir da schon drin. Ja, wir waren da schon drin. Also ich kann das Speed-Taste. Die Safe-State-Taste wäre auch cool. Was soll ich machen? Gefällt mir halt die Höhe der proportionalen Zuordnung der Geschwindigkeit irgendwie nicht. Ich sehe das zwar nicht, aber ich spiele nur mit 50%iger Geschwindigkeit. Ach, ich vergesse ja immer, dass der Sprung das nach oben ist. Wenn ich hochspringe, wow. Wir haben 40%iger Geschwindigkeit, muss ich vorstellen. 40 sage und schreibende Prozent. Beim letzten Mal hatten wir irgendwas mit 60. Da hatte ich noch alle Programme am Laufen. Super. Ich sehe so ein unnötiges Hintergrundprogramm, das derbst viel Leistung frisst jetzt. Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Komisch. Aber das Geile ist, beim Bildwechseln ist der so bei 70%. Was ist das denn? Keinen einzigen Gegner bis jetzt. Wir wollen weiter. Ich habe schon vollkommen vergessen, was wir alles in dem letzten Part gemacht haben, außer dem ersten Akt. Eher gesagt, was ich alles erklärt habe. Ich erwähne einfach das, was mir gerade im Kopf vorkommt, was ich so als Information für dieses Spiel drin habe. Die Hintergründe sind hier asiatische Kunst. Ich glaube schon,
Kommt aus den asiatischen Ländern der Hintergrund? Boah, klingt gar nicht. So ein beschissenes Kabelwirrwarr jetzt. Mit Kabeln. Jetzt muss ich auch nicht mehr unterm Tisch gehen. Weiter geht's. Barriere können wir ja durch das Dämonenschwert kaputt machen. Schon haben wir unser Ziel erreicht. Oh, man sieht schon wieder meine Maus. Super. Jetzt sind wir in Yamoshiro. Eigentlich nicht. Ich finde den Hintergrund schön. Muss ich sagen. Akt 2, begib dich zu Niederlage Igabowins Vergangenheit herauszufinden. Hier sollten wir ins Ge- gar nichts drauf. Boah, aber im Kampf haben wir fast 70 Geschwindigkeit. Ja, ich weiß wie. Mach schon wieder. Hör auf zu blocken. Zink und kocht und weg damit. Na, schon wieder. Oh. Boah, 70 Geschwindigkeit. Kann man sich gar nicht vorstellen. 70. Boah, fast 100. Gott. Jetzt fangen wir wieder mit der 50 an. Ach, es muss nach oben. Da ist ein Item irgendwo. Vorher gehen wir hier rein. Weil klar, dass hier ein Gegner ist. Mit dir. Zum Zink. Ha. Hier wird wahrscheinlich auch irgendein Kampf sein. Ja, hier. Der Gegner gehört auch zu einem meiner Hausgegnern. Der so lange dauert. Da muss die Flamm hier zurückschlagen. Das Schwert nicht gerade sehr haltbar. Da. Tut eigentlich nach unten. Ja.
Hier. Nervt. Alle sowas von. Ist ihr das? Los, gib mir die Flammen, um mich zu töten. Ach toll, jetzt müssen wir das Schwert wechseln. Das geht ja mal gar nicht. Ich muss doch irgendwo nicht am Boden liegen. Jo, dann kommt weiter. Ach, aber nun ja. Ich scheiß jetzt aufs Eaten. Ehrlich. Geh jetzt einfach gerade raus und bekämpfen. Geh hier in die. Bitte. Ja, zumindest keinen Todesgeist ziehen. Und weiter geht's. Mal so zwischendurch mal speichern. Zing. Gut, weiter geht's. Sitz. Ja, gehen wir nach unten, nach oben. Ne, gehen gerade raus. Komm, dann kommst du doch nach unten. Du. Mit dir wollen wir sprechen. Bettsein haben sie ihre Schuhe gesehen. Nie ja keine nachgelegene. Ich habe es einfach da Augen verloren. Wieder schon richtig sein. Nein, nach oben brauchen wir nicht. Aber ich will immer hier, will ich gerne reingehen.
Ihr kommt hier rein wie ein Dieb, geht hier. Ihr habt eine Gastzeit. Oh, cool. Hier gibt's Nahrungsmittel, die geben in was geben die nochmal? Die haben doch Lebensflamme, glaube ich. Geistsättigung 80%. Hm, was kaufen wir denn? Sushi Thunfisch. Oh, das schmeckt gut. Oh, wie lecker.